Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live, heute mit Robert Misik. Hallo. Und Andreas Mölzer. Hallo. Schönen guten Abend. Herr Mölzer, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Jetzt ist es soweit, jetzt gibt es bei Ihnen in Kärnten auch wieder die Maskenpflicht in den Tourismus-Hotspots mal am Abend. In Klagenfurt jetzt auch schon untertags auf den Märkten. Was heißt denn das auch für den Kärntner Tourismus Ihrer Meinung nach? Naja, das ist kein gutes Zeichen. Ne? Schauen Sie, der Benediktinerplatz und der Markt in Klagenfurt, das ist wirklich ein sehr beliebter, bin ich auch sehr gerne beliebter Ort. Und da ist natürlich zwangsläufig eine gewisse Enge zwischen den Standeln, Verkaufsständen der Bauern und so. Gell? Lokale sind auch etliche, wo man isst und trinkt. Und da ist eine gewisse Enge, und das habe ich mir schon gedacht, dass da also diese Mindestabstandgeschichte sehr schwierig zu machen ist. Also einerseits sehe ich es ein, andererseits ist es natürlich so, dass einem wirklich die Freude verdorben wird. Ich sehe das auch ein, wenn in Felden, wir haben ja vorige Woche darüber gesprochen, haben wir gesagt, hoffentlich wird das nicht das neue Ischgl, wenn da so ein Gedränge ist und wenn die Leute zu später Stunde animiert halt sich drängen, ich sehe das ein. Ne? Aber an sich ist also schon die Maske irgendwo, wie soll man sagen, auch dieser Paternalismus, wie es der Herr Misik genannt hat, ist auch da wieder. Ne? Für die dummen, unmündigen Bürger muss also der strenge Zeigefinger her, die Maske, damit sie es nicht vergessen. Ne? Also mich bedrückt das. Irgendwo finde ich, also ist das auch ein Gesslerhut, ein Zeichen der Knechtschaft. Und die Leute gutieren das aber in der Mehrheit, wie ich den Umfragen entnehme. Ich selber bedauere es. Ne? Scheinbar ist es notwendig. Ne? Ich hoffe, dass das auch vorübergehend sein wird nur und dass die Leute zur Vernunft kommen und halt Abstand halten. Es muss möglich sein, dass man halt auch feiert, gemeinsam mit einem Meter Abstand, so wie wir halt sitzen. Ne? Ich bedauere es sehr und für den Tourismus ist es sicher sehr schlecht. Das ist überhaupt keine Frage. Jetzt ist das ein bisschen ein Fleckerlteppich. Wir haben in Kärnten teilweise am Abend die Maskenpflicht in den Tourismus-Hotspots, in Oberösterreich haben wir wieder die allgemeine Maskenpflicht, in Salzburg haben wir in Amtsgebäuden die Maskenpflicht, in den anderen Bundesländern haben wir es in den Öffis. Gerade im Sommer sind die Menschen viel unterwegs in Österreich, da braucht man fast einen kleinen Atlas, um zu wissen, wo ich wann wie die Maske trage. Wäre es nicht sinnvoller, einfach eine einheitliche Regelung zu machen und zu sagen, okay, es gibt jetzt wieder österreichweit die Maskenpflicht? Naja, erstens haben wir einen Föderalismus und zuständig sind, das haben wir ja auch nicht so richtig mit, also das haben wir ja ein bisschen vergessen, in Wirklichkeit immer die Landesgesundheitsinstitutionen. Ja, und die Bezirke. Die können dann ja auch wirklich auch auf die bezirksspezifisch agieren. Das heißt aber, die Zuständigkeit ist immer im Land. Und das, damit aber ist das gut? Jetzt kann man generell darüber diskutieren, ob der Föderalismus gut ist. Und dann ist natürlich hat er seine guten und seine schlechten Seiten. Ja, die guten Seiten sind tendenziell, dass man in der Nähe der Menschen regiert. Schlecht ist, dass es zu, wie du es nennst, Flickerlteppich führen kann, aber auch, dass wir sozusagen auf der Länderebene Inkompetente haben, die sich plötzlich mit Weltproblemen herumschlagen müssen, wie wir es in Tirol gesehen haben. Ja? Also das kann natürlich auch das Problem des Föderalismus sein, aber grundsätzlich haben wir ihn und wir haben ihn auch aus guten Gründen. Den Flickerlteppich, den du jetzt angesprochen hast, der ist ja aber auch bis zu einem gewissen Grad begründbar dann, wenn die sachliche Grundlage eine andere ist. Also natürlich haben wir ein anderes Infektionsgeschehen jetzt gerade in Oberösterreich als in Kärnten. Also macht es einen Sinn, dass man regional unterschiedlich reagiert. Ich habe aber natürlich den Eindruck, dass der Flickerlteppich natürlich nicht immer sachlich begründet ist. Ja? Eben einfach, weil jeder mal was tut, das tut, was er will. Grundsätzlich glaube ich natürlich, dass zum Beispiel im Felden, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, wo viele Touristen sind, wo du sehr viel sozusagen lebhafte Outdoor-Gastronomie hast, die auch einen bestimmten Zuschnitt hast. Du in einer anderen Situation bist als am Donaukanal, wo das vielleicht auch ein bisschen so ist, aber wenig, also noch viel mehr unter freiem Himmel, also wo du nicht Dächer drüber hast und so. Also natürlich macht es einen Sinn, sich auf die Umstände einzustellen. Aber wissen Sie, was man bedenken sollte bei dem Ganzen, ist ja das Infektionsgeschehen selbst. Ne? Erstens sind diese 100, die wir jetzt ungefähr haben, ist das linear. Es ist nicht exponentiell die Vermehrung, sondern es ist linear, es bleibt in etwa. Ne? Zweitens, die Schwere der Infektion wird ja nirgends angesprochen. Wir haben ja kaum eine stärkere Hospitalisierung, wir haben also kaum Intensivbedarf, also Intensivbedarf
gestellten Bedarf. Diese Gefahr ist ja in dem Fall nicht gegeben. Es scheint ja die Wirkung, es gibt zwar die Infektionen, aber die Wirkung scheint ja sehr minimal oder schwächer zu sein. Ne? Und da muss man schon das Ganze mal ein bisschen entdramatisieren. Wir müssen damit leben in irgendeiner Form. Wir müssen absolut damit leben, aber weil wir diese Frage auch schon letzte Woche angesprochen haben und wir beide sozusagen die Zahlen uns damals nicht angeschaut haben, habe ich mir die extra angeschaut. Ja, ja. Also das ist ja tatsächlich so, dass wir immer noch dabei in einer Situation sind, wo die Hospitalisierung ca. 10% sind. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt, natürlich sind 1000, 1100 oder was man jetzt ca. Ja, und 100 Hospitalisierte kommt. Nicht so hoch, davon haben wir 100 Hospitalisierungen und ca. von denen wiederum 10% in Intensivstationen. Das heißt, von 1000 sind 100 im Spital und 10 sind auf der Intensivstation. Natürlich ist das nicht viel, das ist schon klar. Herr Miesig, erinnern Sie sich das Argument beim Runterfahren der ganzen Wirtschaft und Gesellschaft im März war das, gesagt, wir dürfen um Gottes Willen unser Gesundheitssystem nicht überfordern. Und das war das Hauptargument. Davon ist ja weit und breit überhaupt kein Reden jetzt. Ne? Also ich glaube, wir müssen das Ganze jetzt einmal irgendwo entdramatisieren. Ich finde, ich weiß ja gar nicht, ob es so wahnsinnig dramatisiert ist. Wir sind in einer Situation, Die Maske ist schon eine dramatische Maßnahme. Von der Verhaltensforschung her und vom Sozialleben her. Aber ist das wirklich so schlimm? Nein, so dramatisch. Sagt Ihnen das? Nein, aber ich mache es halt. Da reden wir miteinander, wir verstehen uns nicht, wir sehen uns nicht ins Gesicht. Das menschliche Gesicht und die Körpersprache, die damit verbunden ist, die Mimik, das ist ja eine unglaublich wichtige Kommunikationsgeschichte. Und auf das verzichten. Richtig, aber es ist doch jetzt nicht so, dass wir überall in jeder Situation mit der Maske herumlaufen. Ja, aber scheinbar wird das gewollt. Es sind ja ohnehin. Dass wir die Norm allein im Auto sitzen mit Maske. Nein, das ist nicht gewollt. Sozusagen, es gibt Menschen, also wir haben ja das jetzt in den Umfragen gesehen, Sie haben es auch angesprochen, 59% sind es, die der Meinung sind, die Maskenpflicht soll eingeführt werden. Damit ist ja nicht gemeint, die Maskenpflicht überall, sondern die Maskenpflicht dort, wo wir sie schon teilweise hatten, das heißt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Trafik, im Supermarkt und so weiter und so fort. Alles keine Orte, wo ich 3 Stunden verharre, in aller Regel, ja, sondern Orte, die so geschlossene Durchgangsorte sind. Also eigentlich das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, langfristig, ist, wenn ich mit dem Zug 6 Stunden fahre. Aber im Feld muss ich jetzt auf der Straße eine Maske tragen, auf der Promenade müssen Sie. Ja, ja, ne? Da gut. Kann ich aber in Felden auf der Straße. Ja, das ist ja alles irre. Irgendwo habe ich das Gefühl, es setzt sich in den Medien, in den Mainstream-Medien und von der Politik her wirklich ein Bild des unmündigen Menschen, des unmündigen Bürgers durch, den man bevormunden muss, den man in Angst und Schrecken versetzen muss, den ich reglementieren muss. Nein, wirklich, das setzt sich durch. Das sehe ich ganz anders. Sie als Linker müssen da einen Widerwillen haben. Ich bin absolut Ihrer Meinung im Hinblick auf die teilweise paternalistische Sprache und dieses Anschaffen und Kommentieren, wie es diese Regierung gemacht hat. Es gibt aber natürlich die zweite Version und die ist heute meiner Meinung nach überwiegender. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Regierung jetzt irgendwie, die machen ja nicht ihre 3er-Pressekonferenzen, so wie sie es im März gemacht haben. Ja? Sondern es ist doch so, dass eine aufgeklärte, selbstbewusste Bürgerschaft auch gemeinsam durch eigenen Entschluss sagen kann, wir geben uns bestimmte Regeln und halten sie ein, damit eine dramatische Situation, die wir tatsächlich nicht haben, nicht erst eintritt. Das ist, was machen wir dann in der dramatischen Situation? Seien wir uns ehrlich, das tun wir doch an jeder Stelle. Ja? Wir waren nur 30 in kleinen Straßen. Es ist uns verboten, aber wir wissen alle insgeheim, wenn da ein Kind zwischen dem Auto vorbeikommt, können wir nicht mehr stehen bleiben. Also sind wir vernünftig, es zu tun. Ja? Genauso fahren wir nicht bei Rot über die Kreuzung. Die Welt ist voller Regeln, die auch durch Strafen bewährt ist, von denen wir nicht bei jeder sagen würde, das ist jetzt paternalistische Befehlskultur. Das ist selbstgewählte Knechtschaft, die Sie da verteidigen. Nein, das ist nicht selbstgewählte Knechtschaft. Nicht alle Regeln, die sich Großgemeinschaften geben, sind Knechtschaft. Weil sonst kannst du... Der Sozialist sieht das selbst klar. Andreas Mölzer, Anhänger der Anarchie. Zumindest des Liberalismus in dem Fall. Sie werden regellos in einer Großstadt zusammenleben, das darf Ihnen verraten, das wird nicht lustig. In einer überreglementierten auch nicht, lieber Herr Miesig. Das ist absolut richtig. Aber wovon Überregulierung? Wie die alten Revolutionäre dann auf Law and Order machen. Das finde ich irgendwie kurios. Apropos Law and Order, ist ein gutes Stichwort. Das soll ja jetzt die Polizei beim Contact Tracing
helfen und soll künftig bei Corona-Infizierten, zu denen nach Hause kommen und mehr oder weniger die befragen, welche Kontakte sie haben. Gibt es viel Aufregung? Die Opposition sieht schon einen Schnüffelstaat. Ist das ein Schnüffelstaat oder ist es vielleicht sogar ganz sinnvoll, weil die halt gewohnt sind, gewisse Zusammenhänge bei Befragungen zu sehen? Mit einem pragmatischen Zugang kann man natürlich sagen, ist nichts dabei. Da kommt der Polizist aus der Nachbarwachstube und fragt, mit wem waren sie zusammen und wo waren sie und so weiter. Das ist schon klar. Aber die Gefahr des Missbrauchs, die Gefahr, dass man das verbindet mit anderen Dingen, die Gefahr, dass nonkonformistische Leute da gleich ein bisschen ausgeforscht werden, dass die Daten halt gespeichert werden und missbraucht, das ist halt leider da. Ne? Das ist so. Und also ein gutes Gefühl habe ich nicht. Ne? Lieber ist, wenn das der Hausarzt oder macht und nicht der Polizist, der Nachbar, Gendarm, gibt es keinen mehr. Ne? Also so ein gutes Gefühl habe ich nicht, obwohl es wahrscheinlich vernünftig ist, ne? Weil es von der Masse her... Ne? Also der Hausarzt kann es nicht machen. Das ist ja völlig klar, weil der Hausarzt ist nicht, der hat nicht die Ressourcen quasi durchzurufen. Das heißt, du brauchst eine Institution und das kann alles Mögliche sein. Das können sogar Callcenter machen. Das ist ja schön und gut, aber glauben Sie nicht, dass Missbrauchsanfälligkeit des Systems ist? Ich bin ein bisschen Ihrer Meinung, aber ich sehe auch gleichzeitig, wir haben ja jetzt schon das Contact Tracing. Ja, und an vielen Stellen sind es die Landesgesundheitsämter. Was sind das? Irgendwelche Beamten? Jetzt noch, vielleicht, ich würde sogar sagen, weil das war ja nicht so hochgefahren bisher, würde ich sagen, wahrscheinlich an vielen Stellen kurzfristig engagierte Vertragsbedienstete, wahrscheinlich fast sogar auf Werkvertragsebene, die jetzt ein paar Monate zu zehnt in irgendeinem Raum sitzen und die Leute durchrufen. Ja? Und natürlich ist es von der, sagen wir mal, von der Symbolik und vom Gefühl her was anders, als wenn da ein normaler Mensch dich anruft oder es ruft dich gleich die Polizei an. Jeder von uns schreckt sich dann auch gleich. Ja? Oder die kommt vorbei, wobei das ist dann wieder eine andere Frage. Zum Contact Tracing kommt. Also, wenn bei mir im Garten die Polizei leitet, für die Quarantänekontrolle kommt sie vorbei. Genau, habe ich schon ein ungutes Gefühl, wenn beim Gartentitel die Polizei, dann habe ich sicher einen Strafzettel irgendwo einen massiven. Ne? Oder ja, so. Das ist die Quarantänekontrolle gibt es, die Frage ist ja auch, wer sie tut. Ja. Und ehrlich gesagt, also, wenn ich daheim bin und daheim sei so und es kommt städtischer Bediensteter, um mich zu kontrollieren, ob ich daheim bin. Oder es kommt der Polizist, um mich zu kontrollieren, ob ich daheim bin. Das macht schon keinen großen Unterschied mehr. Ist es gut, dass das jetzt kontrolliert wird, diese Quarantäneregeln? Naja, wie soll ich sagen, wenn man Quarantäneregeln verhängt und sie sind verbindlich, dann muss ich sie natürlich auch irgendwie kontrollieren. Was wir natürlich wissen, ist, dass es immer nur in minimaler Stichprobenhaftigkeit kontrolliert worden ist. Wenn die Leute aber wissen, es wird überhaupt nicht kontrolliert, hätten Sie viel nicht dran halten? Also ist auch das eine komplexe Frage. Ja. Also meinem Verständnis von persönlicher Freiheit ist das Ganze ein Gräuel. Ich sage es ehrlich, obwohl ich natürlich einsehe, rein rational, dass es zum Teil notwendig ist. Ne? Das ist schon klar. Da können Sie ja, ich meine, es gibt ja viele solche Fälle, ich meine, es ist jetzt nicht der totale gute Vergleich, aber wir haben ja auch Strafgefangene, die auf freiem Fuß sind und die auch daheim bleiben müssen. Für die gibt es ein Fußfessel. Ist auch nicht so ein... Also Fußfessel für alle, die... Sie haben ja nichts verbrochen, sondern es sind ja auch Menschen, die man als Kranke oder potenziell Kranke, aber das, sozusagen Seuchen haben ihre eigenen Gesetze und Seuchen bedeuten natürlich auch, dass man ihre Ausbreitung verhindern muss im Sinne aller und das bedeutet, seit Jahrhunderten übrigens schon, Quarantänisierung im Mittelalter, 16., 17. Jahrhundert in Großbritannien, in London, bei der Seuche in London, sind die Wächter vor der Tür gestanden, der Quarantänisierten. Haben aber für die auch eingekauft. Wir sind zurück. Wer krank ist und infiziert ist, ist quarantänisiert und darf sein Haus nicht verlassen. Wir sind in dieser Situation. Jetzt sagt ja der Andreas Mölzer, wir müssen uns irgendwie mit dem abfinden. Wir haben halt nun mal diese Pandemie und man muss halt damit leben und wir sollen wieder zu einem normalen Leben zurückkommen. Naja, das sage ich nicht nur ich, das sagen ja andere auch. Schauen Sie, wir alle wissen, dass wir zahlreiche Viren und Infektionen in uns tragen, die uns schaden oder auch weniger schaden. Und das ist halt einer auch von vielen, der ist im Moment heimtückisch, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass im Grunde die mediale Hysterie die wirkliche Seuche ist, die wirkliche Pandemie, ne, die nach wie vor weltweit verbreitet wird und dass also die Mortalität und alles das
schlimm genug ist, aber nicht so, dass ich erstens die Weltwirtschaft ruiniere, zweitens also die Medien sind schuld, Ihrer Meinung nach, oder? Nicht die Medien, es ist ein Gesamtsystem, das ist schwer zu sagen, ne? Und das ist ja nicht nur bei uns, es ist ja wirklich global, ne? Und das hat schon seine Gründe auch, die verständlich sind und nachvollziehbar, aber es ist trotzdem unheilvoll, ne? Es ist also so, die Gesamtwirkung vom Ökonomischen, haben wir oft genug drüber geredet, und auch vom Sozialverhalten der Menschen, dass man sich nicht mehr die Hand geben traut, dass man sich nicht mehr näher kommt, das ist alles gräulich, also das ist ja nicht schön, das kann nicht begrüßen. Ne? Also. Naja, aber schauen Sie, irgendwie, Sie haben immer gesagt, man soll auch nicht mit der großen Bazooka des Shutdowns und der Großkontrolle und der übertriebenen Reaktion darauf reagieren. Was wir aber auch wissen, ist, dass man nicht es einfach laufen lassen darf, weil sonst ist man in einer Situation wie in den USA, in Brasilien, in Schweden hat es gerade noch geschafft. Ja. Das wollen wir ja auch nicht. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo eigentlich das gemacht wird, was Sie eigentlich immer gewünscht haben. Nämlich, dass man sozusagen das kleinere Übel, da intelligent von Fall zu Fall, was man sozusagen in der Sprache schon genannt hat, nicht den Hammer, sondern den Tanz. Das bedeutet aber auch, dass man halt dann in, sozusagen, und das machen wir ja eigentlich hervorragend, wenn ich mir Wien anschaue, relativ wenig Einschränkungen, total gut funktionierendes Contact Tracing, relativ niedrige Infektionsraten und wenn man sie hat, dann erwischt man sie ganz schnell. Ja? Besser kannst du das nicht machen. Da haben besser Sie kannst du es nicht machen. So gesehen ist auch die Maske natürlich das kleinere Übel, das ist eh klar. Aber auch das kleinere Übel ist ein Übel. Na freilich. Sicher, kein Mensch rennt gern mit der Maske umeinander. Ich meine, da kann man sich drauf einigen. Weil du Wien gerade angesprochen hast, Peter Hacker, Wiener Gesundheitsstadtrat, hat ja die Grünen angegeben, auch Anfang der Woche, hat ihnen, so umschreibt das jetzt ein bisschen Selbstaufgabe, ein bisschen vorgeworfen, zu Recht deiner Meinung nach? Ja und nein. Ja? Also ich finde, er hat in der Sache natürlich recht. Wir sollten alles vermeiden, dass die Polizei in die Gesundheitsdaten und in die Gesundheitstracking involviert wird, schon alleine wegen diesen Vertrauensgeschichten, die wir vorher angesprochen haben. Ja, man würde es nicht, dass die Polizei einem nachstellt, selbst wenn es nicht so sachlich nicht so einen großen Unterschied macht, ob das ein Werkvertragsbediensteter der Gesundheitsbehörde ist. Ja? Aber das ist auch ein bisschen der Spirit des Roten Wiens, seiner ganzen Geschichte, nämlich dass man eine zivilgesellschaftliche Struktur für solche Dinge hat und nicht gleich überall die Polizei für sowas hat. Also wir erledigen, das Spirit des Roten Wiens war ja immer, wir, die Arbeiter und die diese Stadt organisieren, wir erledigen das selber. Ja? Und dieser Spirit ist großartig, finde ich. Und ich finde ja auch, dass Peter Hacker im Geiste dieses Spirits agiert. Ein bisschen übertrieben ist es natürlich schon, weil, ja, ich meine, auch die Polizei ist auch nicht mehr die Polizei wie vor 200 Jahren. Es sollten, es ist nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde, aber an sich würde ich mir ja wünschen, es sind Bürger und Gleiche in Uniform. Wenn wir aber eine Polizei uns wünschen, die Bürger und Gleiche in Uniform sind, dann stellt sich da die Frage, warum sollen sie nicht Sachen tun dürfen, die jeder andere Bürger, warum sollen sie was schlechter machen als der normale andere Bürger? Man muss schon sagen, ich meine, auch der Spirit des Roten Wiens ist im Moment auch der Wahlkampf und Wahlkampf ist auch gegen die Grünen. Ne? Da geht es auch um Stimmen, die so in diesem linken Wählerpotenzial von Herrn Hacker lieber bei der SPÖ. Nein, der aber das natürlich ist kämpfen klar. Die um ein halbes Prozent, ist aber es ist auch. Aber von wegen Spirit. Ne? Ja. Aber schauen Sie, bei der Polizei ist schon so. Ne? Wenn ich sehe, beim Nachbar stehen also zwei Polizisten, ne? Und dann sagst du, was ist da los? Und so weiter. Es ist schon so in Österreich. Ne? Man hat kein gutes Gefühl. Also das ist schon, verstehe ich schon. Ne? Und da ist wahrscheinlich ein Zivilbeamter oder Vertragsbeamter, ist ja wurscht, ist man lieber. Ne? Also und wie gesagt, es geht ja immer um den Extremfall. In 1000 Fällen ist nichts dabei. Und irgendwo gibt es aber einen, der ist Nonkonformist oder Querulant oder was weiß ich, Dissident. Also gar nicht, der ist auffällig. Und da schauen wir mal. Es geht sogar noch was anderes. Wobei, das hat man ja getan. Sozusagen ist es eine richtige Beobachtung, aber ich habe auch andere gemacht, nämlich die, Sie werden das in Kärnten mit seinen niedrigen Infektionszahlen haben Sie diese Bilder wahrscheinlich noch nicht live erlebt, aber in der Stadt erlebst du sie natürlich, dass der, wie sagt man, der Corona-Tester in seiner Ganzkörperuniform, wie ein Maßmännchen, an die Tür läutet, an der Wohnungstür. Ja, aber gut, ist ja schön, dass man keinen gelben Streifen an der Tür kriegt. An der Haustür läutet, geht an mir vorbei und ich weiß, der geht jetzt zu irgendwem in mein Haus. Ja? Die Reaktion bei vielen, um Gottes Willen, einer solchen infiziert in unserem Haus,
könnte nicht so viel aber anders sein wie die Reaktion auf die Polizisten. Das finde ich sowieso nicht ganz dicht, das finde ich sowieso verrückt. Wieso ist das verrückt? Das ist im Raumanzug. Das ist total richtig. Aber das ist... Das ist total richtig, weil was ist die Alternative? Wenn der mit Handschuhen und normalen Ortskittel und Maske kommt, wird es überreichen. Auch das ist das Großartige an diesem Wien, dass wir das gemacht haben von Beginn an, dass die Leute ihre Wohnung dann nicht mehr verlassen mussten, um ins Spital zu fahren und dort alle anzustecken, sondern dass man zu ihnen gefahren ist. Das finde ich auch richtig, aber das mit dem raumanzugartigen Auftreten, das finde ich leicht irre. Nein, das finde ich total richtig. Und zwar, Sie sind ein Fan der selbstbejubelten Knechtschaft. Was hat denn das mit selbstbejubelten Knechtschaft? Das ist ein neues Symbol der Unfreiheit. Menschen, der ist ja nicht unfrei, der ist ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde, der betreut infizierte Menschen. Aber wenn er so kommt, sagen Sie ja selber, stigmatisiert er den Besuch. Ja, aber er hat keine andere Wahl. Schauen Sie sich an, die ganzen Pflegerinnen in den Krankenhäusern, wie sie in der Messe Wien sich anziehen mussten, um die Kranken zu betreuen. Nur weil sie so diszipliniert das getan haben, ist die Infektion beim Gesundheitspersonal in Österreich so niedrig. Überall anders, wo man so locker umgegangen ist, wie Sie das empfohlen haben gerade, hast du genau das, die größte Katastrophe, nämlich dass das Gesundheitspersonal sich ansteckt. Ja? Natürlich nicht bei jedem Kontakt, ja? aber bei einem von 10. Und auch das kannst du nicht haben, wenn du 100 Kontakte am Tag hast. Ja, das mag sein. Gut. Wir machen eine kurze Pause, dann kommen wir zurück und dann ziehen wir ein bisschen Bilanz über die Regierung, verteilen vielleicht ein erstes Zeugnis. Es ist ja Schulschluss gewesen, letzte Woche in ganz Österreich jetzt. Was sagen die beiden Herren zur Regierungsbilanz? Vielleicht reden wir auch ein bisschen über die Opposition und wir schauen ein bisschen noch auf die nächste Wahl. Im Oktober ist ja dann Wien-Wahl. Auch da werden wir drüber reden. Kurze Pause, sind gleich zurück. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live, heute mit Andreas Mölzer und Robert Miesig. Wir haben es schon angesprochen, Schulschluss ist. Versuchen wir auch mal eine kleine sozusagen Zeugnisverteilung für die Regierung. Wer waren denn die positiven Überraschungen, wer waren eher die negativen? Personell an der Regierung, naja, sozusagen auf der ÖVP-Seite, ich meine, da bin ich ja grundsätzlich ein bisschen kritischer eingestellt, also der Bundeskanzler hat das in meinen Augen nicht gut gemacht, aber in den Augen vieler anderer schon sehr gut gemacht, das heißt, er hat noch immer gute Haltungsnoten oder wie man so sagt, wobei seine Zustimmungsraten ja schon auch aus seiner Sicht dramatisch runtergegangen ist. Ja, gar nicht so leicht, er ist jetzt so schlecht, wie er nie war, seitdem er überhaupt in der Wertung drinnen ist, immer noch besser als die meisten anderen, aber zum Teil von Anschub überholt, zum Teil von Van der Bellen überholt. Das hat ja etwas zu tun mit der Performance der letzten Woche. Monate. Das ist das eine. Ansonsten gibt es welche, die das ganz schlecht gemacht haben, nämlich insbesondere der Finanzminister, nicht nur in der Realität selbst, also mit diesen Konzepten, Rettungsprogrammen, die nicht funktioniert haben, was wir ja oft genug diskutiert haben, sondern auch mit der gesamten Performance, also dass du dann ein Hoppala noch einen anderen dir lieferst, dass du dann dich aussetzt der Situation, dass alle von dir sagen, du kannst nicht mehr die Nullen richtig rechnen und so weiter. Also das ist natürlich gerade für einen Finanzminister ist doch eine herausgehobene Position. Und wenn ich vor allem dann auch noch Spitzenkandidat in Wien sein will, ziemlich desaströs. Also der hat sich eigentlich selbst zerstört. Also als Spitzenkandidat in Wien ist er eigentlich nicht mehr brauchbar, aber sie haben keinen anderen. Und dann hat man diese komische Frauenriege auf der ÖVP-Seite. Nehmen Sie mir nicht jedes Argument weg, Herr Miesig. Sie können ja über die Grünen reden. Dann hat man diese seltsame Frauenriege auf der ÖVP-Seite, ja, wo sich offensichtlich diese Bubbelpartie um Kurz nur Frauen ausgesucht hat, die sie jahrelang loyal erwiesen haben und nicht viel gefordert haben, also gerne nicht gefährlich werden können. Das ist gewissermaßen, sie haben sich eigentlich am Feminismus mit dieser Auswahl oder an der Frauen, an den Frauenrechten versündigt. Ja, das stimmt schon. Sozusagen Frauen nach einzig diesem Kriterium auszuwählen, dann hast du diese Frau Aschbacher, die Frau Raab, die Frau Tanner. Die Frau Tanner, ja, also das ist ja eigentlich, wir könnten ein Kabarettprogramm machen, wenn wir jetzt über diese einzelnen Personen reden, da wir das nicht sein wollen, sagen wir den Mantel des Schweigens drüber breiten. Herr Mölzer, was sagen Sie dazu? Bundeskanzler, ja, weil da gerade auch die Frau Tanner angesprochen wurde. Für Tannen und Täuschenden gut, ne? Der Bundeskanzler. Und der ist ja nach wie vor, darf man nicht vergessen, die ÖVP ist nach wie vor relativ stabil in den Umfragen. Seine Damenriege, da bin ich ganz Ihrer Meinung, die ist
Manche sagen, die Frau Raab ist an sich als Hardlinerin relativ überzeugend, aber ansonsten ist das desaströs natürlich, die Damenriege. Und da habe ich auch das Gefühl, dass diese Puberl-Partie, wie Sie sagen, die also da den inneren Zirkel um den Kurz macht, da strategisch bei der Auswahl schon schwere Fehler gemacht hat, weil die Frau Tanner ist inzwischen sicher eine Hypothek für die Regierung insgesamt. Ne? Die ist rücktrittsreif Ihrer Meinung nach? Bitte? Ist die rücktrittsreif? Naja, schauen Sie, die Frage ist, was kommt noch? Ne? Das ist ja alles noch zu toppen unter Umständen. Ne? Aber das ist sicher eine Hypothek und das ist ja halt gerade das Thema Bundesheer, das ist ja nicht ganz so einfach. Ne? Und da also diese Auftritte in der ZIB 2 und so, das ist schon wirklich, also zum Fremdschämen, da muss ich sagen, so schlecht war in der schwarz-türkisen, wie heißt die, türkis-blauen Regierung niemand. Ne? Und da hat es auch ein paar Leistungen gegeben, ein paar sonderbare. Ne? Aber das ist natürlich von der Performance her wirklich schlimm und trotzdem bewegt sich in den Umfragen nicht Wesentliches nach unten für die türkise ÖVP. Bei den Grünen ist anschaubar sicher, man glaubt nicht, was man als Volksschullehrer Experte für alles sein kann, das ist eh gut, das trauen sich andere nicht, dieses Selbstbewusstsein haben offenbar nur die Grünen. Bei uns, wenn du nicht Universitätsprofessor gewesen bist, hast du gesagt, okay, wage dich nicht an so ein Ministerium. Ne? Aber okay. Wer war bei euch Universitätsprofessor? Naja, da gibt's schon. Die Frau Hartinger-Klein. Die war aber immerhin eine Expertin vom Berufswegen im Versicherungs-, im Gesundheitswesen und so. Gut, aber der Anschauer ist 15 Jahre in einer Regierung gesessen, da lernst du viel. Ja, da bin ich froh. Schon. Aber ich sage, es ist eine Performance, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, ist gut. Ne? Der böte sich, wenn die Grünen das Glück hätten, wirklich so also vom Auftreten her als Nachfolger des Herrn Bundespräsidenten an, muss ich mal sagen. Also das ist nicht schlecht gelaufen. Kogler hat interessanterweise in meinen Augen, und jetzt nicht, weil ich es besonders kritisch sehe, sondern objektiv an Faszinosum verloren eigentlich. Das, was er als Schmäh und als Wuchtelscheiber Kogler ist ein bisschen enttäuschend der letzten Wochen und Monate, oder? Kommt mir vor, ich würde es aber nicht inhaltlich qualifizieren, sondern eher vom Auftreten her. Ne? Und der Innenminister ist natürlich, ja, der reicht fast an die Frau Tanner heran, würde ich sagen. Aber er hat ein Wort. Aber weil der Andreas Mölzer gerade den Kogler angesprochen hat, der war am Anfang ein bisschen, ist einem vorgekommen, der Dynamo dieser Regierung, gerade bei den Verhandlungen, aber auch am Anfang sehr aktiv. Und eigentlich, umso länger diese Corona-Krise angehalten hat, umso mehr ist er in den Hintergrund gegangen, umso mehr hat er dem Rudi Anschober auch die erste Reihe überlassen. Aber auch jetzt, er tritt zwar jetzt wieder vermehrt bei Pressekonferenzen auf, aber irgendwie hat er niemand diese Dynamik vom Anfang, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass er eher so etwas wie einen Durchhänger hatte. Ich meine, das haben wir ja nicht vergessen. Der hat ja, weiß ich nicht, 2 Jahre lang die Grünen selbst alleine im Alleingang lebendig gehalten und gerettet und ins Europaparlament dann und dann ins Nationalrat zurückgeführt, in diese Regierung geführt. Das ist ja eine Horrorarbeit. Ja. Das soll man ja nicht ganz vergessen. Und dann musste er natürlich eine neue Rolle finden, weil er natürlich verpflichtet war als Vizekanzler, auch einen Konsens gegenüber einem Koalitionspartner. Und wie wir alle wissen, sind das natürlich keine Koalitionspartner, die in Partnerschaft miteinander regieren, sondern in Feindschaft gegeneinander. Ja. Also da hast du gerade als Vizekanzler, der dann auch noch besonders bei den Wirtschafts- Rettungsprogrammen hier einiges zu tun hat, natürlich eine Hölle zu tun. Und da hat er diese Rolle, finde ich, in diesen Monaten März, April, Mai nicht wirklich gut gefunden. Und ich finde eigentlich, dass er sie in der letzten Zeit ein bisschen besser gefunden hat, weil er sie öffentlich wehrt. Ja? Weil er sich nicht mehr alles gefallen lässt von dem Koalitionspartner und damit hat er wieder ein bisschen Standing zurückgewonnen. Wo wehrt er sich deiner Meinung nach? Na, in vielen Dingen. Also ich glaube, also sozusagen, er hat ja mittlerweile auch Interviews gegeben, wo sie deutlich eine andere Position in der Wirtschaftspolitik formuliert haben. Aber das Gefühl, dass die Schwarzen absolut dominieren, ja, ist schon natürlich, aber dagegen hat er sich eben begonnen zu wehren. Natürlich hat er das auch deutlich gesagt, zu sagen, wir sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass ihr während des Shutdowns noch spazieren gehen hat dürfen. Ja? Die ÖVP wollte nur diese 3 Möglichkeiten, dass man rausgeht. Also spazieren gehen, ins Grüne gehen, verboten. Nur einkaufen, nur Leuten helfen und nur zur Arbeit gehen. Ja? Und sie haben das vierte. Und dass man so etwas in einer Koalition öffentlich macht, um auch die Differenz zum Koalitionspartner zu verdeutlichen, ist keine Selbstverständlichkeit. Ja? Das hat er in den letzten Wochen getan und er hat einige Dinge dieser Art getan. In einem gebe ich Ihnen recht, also seine Rhetorik, die so was Erfrischendes hat, ja, wo er sich hinredet und wenn er zum Reden anfängt, dauert es 2 Stunden, das hatte einen Charme.
Ja? Wenn er dann neben dem Herrn Kurz steht, der sozusagen sehr präzise seine drei Botschaften rüberbringt. Wirkt es ihm ein bisschen unbeholfen. Dann wirkt es so, als was will uns der jetzt eigentlich sagen und könnte nicht zum Punkt kommen. Und was soll man uns jetzt merken von dem, was der sagt? Aber Faktum ist, die Regierung ist noch immer relativ im Umfrage hoch. Die Leute tragen das mit, so gesehen hat die Strategie der Angst hat Früchte getragen. Es wird sicher, wenn die Krise, die ökonomische Krise manifester wird, wird das stärker bröckeln. Davon gehe ich schon aus. Ne? Vor allem, was den Bundeskanzler betrifft. Ne? Aber im Moment ist es stabil. Kommen wir noch zur Opposition. Die FPÖ liegt in den Umfragen sehr schwach, 11%. Ja. Zuletzt, jetzt ist der Norbert Hofer, hat man ein bisschen den Eindruck, zuletzt versucht jetzt ein bisschen auf Hardliner zu machen. Zuerst dieser Koran statt Corona-Saga, also ist Koran ist gefährlicher als Corona. Generell tritt er irgendwie ein bisschen offensiver auf. Glauben Sie, dass das funktionieren kann? Oder funktioniert das erst nicht, weil die Leute von ihm sowas einfach nicht erwarten? Ich weiß es nicht, ob es sinnvoll ist, gegen den eigenen politischen Phänotypus und gegen den eigenen Charakter Imagebildung zu versuchen. Wage ich zu bezweifeln, sage ich einmal. Ne? Aber Tatsache ist, dass die FPÖ aus dieser Abwärtsspirale noch nicht heraus ist. Ne? Natürlich, bei näherem Hinsehen sind zum Beispiel Ergebnisse wie die steirischen Gemeinderatswahlen sind im Wesentlichen ein Rückgang auf das, was vor 2015 bei den Wahlen davor war, die natürlich ein Sonderfall für die FPÖ waren. Ne? Und so gesehen kann man's auch, könnte man es auch undramatisch sehen. Nur ich neige dazu, das nicht zu tun, weil ich weiß natürlich, was in Wien auf die FPÖ zukommt und es ist die Spirale noch hinten noch immer da. Und es ist nicht gelungen, das zu durchbrechen. Weil Sie Wien gerade angesprochen haben, jetzt muss man sagen, in Wien droht der FPÖ ja das nächste desaströse Ergebnis, könnte unter 10% fallen. Jetzt wird schon gemunkelt, unter 10% ist der Norbert Hofer weg. Glauben Sie das auch? Das glaube ich nicht. Das hängt damit, glaube ich, nur in zweiter Linie zusammen. Schauen Sie, die Sache ist die, jeder weiß, jeder politische Beobachter und Analytiker, dass die FPÖ dort, wo sie gut aufgestellt ist im Moment, ein Drittel verliert. Dort, wo sie schlecht aufgestellt ist, verliert sie zwei Drittel. In Wien ist sie nicht als sui generis schlecht aufgestellt, sondern deswegen, weil es diese konkurrierende Gruppe gibt vom Strache. Ne? Und die nimmt da unter Umständen von dem Drittel, das bleibt, oder von der Hälfte, das bleibt, auch wieder einen guten Teil weg. Ne? Das heißt, wenn das Potenzial von 30 runtergeht auf 14, 15 und da sind 5 weg, dann sind wir unter den 10%. Ne? Das ist eine gewisse Logik, weiß auch jeder. Ich glaube nicht, dass das entscheidend sein wird für Personalentscheidungen an der Parteispitze, glaube ich nicht. Tatsache ist, dass diese Doppelspitze, die ich selber immer als Gegenmodell zur charismatischen Parteiführung, wo der Parteiführer alles darf und alles kann und der Superstar ist, gesehen ist, dass die natürlich im Moment nicht dazu verhilft, aus dieser Negativspirale herauszukommen. Ne? Das heißt, und Sie glauben, dass früher oder später man sich da jetzt auf eine Person einmal konzentrieren? Naja, irgendwann wird sie sicher erklären, das ist klar, das ist nicht für ewig. Und ich glaub, wird das dann einer von den zwei sein oder kommt dann jemand wie der Heim Buchner als Dritter sozusagen? Ich sehe jetzt niemanden. Na, Manfred Heim Buchner. Der Heim Buchner ist, ich sage, ich habe auch immer vor einem Trio geredet, das ist ein starker Landesobmann und die zwei, also Klubobmann und Präsident. Aber es ist im Moment nicht so, dass man sagt, und jetzt ist da der große, also das unterste Niveau ist erreicht und jetzt geht es aufwärts. Das kann man nicht sagen, beim besten Willen. Sprechen wir noch über die SPÖ, die ist in den Umfragen jetzt so, hat ein zartes Pflänzchen, man ist wieder bei 20% jetzt zumindest, deutlich vor den Grünen und kaum geht es ein bisschen bergauf, hat man das Gefühl, kommen schon wieder die Querschüsse, teilweise mit der Bazooka aus dem Burgenland, Hans-Peter Doskozilf hat der Randy Wagner in die Parade, aus Wien hört man, die Vier-Tage-Woche ist nicht prioritär, wir haben andere Probleme momentan. Warum ist das immer? Ja? Warum sozusagen tut man sich da immer selber gleich wieder so geißeln? Also, ich würde das jetzt nicht so dramatisieren, weil die Situation ist weder gut noch ist sie so wahnsinnig schlecht. Ja? Pamela Rendi-Wagner hat sich in diesem Frühjahr in einer schwierigen Situation stabilisiert. Schwierig erstens, weil sie in einer grundsätzlich schwierigen Situation war und dann mit der Corona-Krise natürlich in eine Situation gekommen bist, wo du als Oppositionspartei ohnehin schwer durchkommst. Also wo eine Zeit lang die Regierung quasi hier alles bespült hat. Da hat sie sich erstmal durch diese Umfrage oder durch diese Mitgliederentscheid stabilisiert, sodass die Diskussion um sie selbst Gott sei Dank zu Ende ist und sie hat sich dann auch mit einer Reihe von Auftritten und mit der Formulierung von Kritik an der Regierung, die sie dann im Wochenrhythmus vorgebracht hat, mit Forderungen, die dann auch transportiert worden sind medial, die zum Teil dann die Regierung nachgemacht hat. Also das hat sie ganz gut gemacht im Rahmen
ich würde nicht sagen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber im Rahmen der Projektionen. Die Rahmen der Projektion ist ja schon ein bisschen bei ihr von allen, ja, die kann es nicht, die kann es nicht, die kann es nicht. Wenn das alle sich denken, dann kommst du daraus schwer raus. Da habe ich einen gewissen Demut gelernt, weil wir alle wissen, im Jahr 1980 hat man das über Andreas Kohl, über Helmut Kohl gesagt, im Jahr 2002 über Angela Merkel. Was hat man über die nicht alle gesagt? Die werden nie eine Wahl gewinnen. Die Merkel hat nicht mehr durchsetzen können, dass sie antreten darf als Spitzenkandidatin. Ja, jetzt ist was. 15 Jahre Kanzlerin. Also die Geschichte einer solchen Person wird am Ende geschrieben und nicht mittendrin. Das muss man auch dazu sagen. Ja? Der Herr Doskozil ist halt der Herr Doskozil. Ich glaube aber, dass er mit seinen Aktionen sich mittlerweile immer mehr selber schadet. Also insbesondere dieses ZIP2-Interview da diese Woche, wo er eigentlich gesagt hat, es gab immer schon Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungsinstitutionen, nur die FPÖ hat keinen Verein gehabt, deswegen habe ich ihnen einen zugeschanzt. Ich meine, der sagt im Fernsehen, dass er eine korrupte Aktion gestartet hat. Nur er hat die Wahrheit gesagt. Nein, das ist überhaupt nicht die Wahrheit. Nein, das ist, ich meine, ich kenne so, so sind die Usanzen. Das Österreichische gewesen, Institut für internationale Politik, ja, das Institut Konfliktforschungszentrum in Schleinig und da bin ich ein bisschen pro domo, das Bruno-Kreisky-Forum sind keine Parteiinstitutionen, die aber sie haben eine Parteinähe, muss man schon sagen. Na, erstens mal das Kreisky, also eigentlich hat das Kreisky-Forum allenfalls eine Parteinähe und da passen wir auch sehr auf, weil wir eigentlich der Meinung sind, wir wollen unser Programm machen und uns zu keiner Partei einreden. Also wir haben schon ausreichend Parteidistanz, aber das gebe ich zu, dass man das nicht so richtig mitkriegt. Ja, vielleicht, wenn man es nicht so genau hinschaut. Aber das Österreichische Institut für internationale Politik und die Konfliktforschung Schleining, was hat das für eine Parteinähe? Ja? Also ich kann mich erinnern, Schleining war irgendwann einmal von dem Typen, der das geleitet hat, Mader hieß er, Sie können mich vielleicht noch erinnern, ja? Das war eher sozialdemokratisch. Jetzt habe ich den Eindruck, da sind eher so grüne oder so grün orientierte Menschen am Werken. Aber ich weiß es nicht einmal. Ja? Und wenn es ich schon nicht weiß, ob die jetzt eher rot oder eher grün sind, ja, was soll denn das für eine Parteinähe haben? Ja? Das ist doch absurd. Ja? Natürlich sind sie eher auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite, aber das ist noch kein Parteimarschall. Das ist sozusagen eine grundlegende weltanschauliche Philosophie. Ja? So muss man sehen. So, ganz zum Ende. Wienwahl steht vor der Tür. Im Oktober ist es soweit. Ganz kurz, was glauben Sie, Prognose der Michael Ludwig liegt derzeit bei 38%. Sprechen eine deutliche Sprache. Springt er noch über 40? Bürgermeister ist auf jeden Fall der, der aus der Situation Profit ziehen wird. Mehr oder weniger, werden wir sehen. Ne? Die freiheitlichen Wähler werden zum Teil vielleicht doch eher in den Nichtwählerbereich gehen als in massenhaft zur Sozialdemokratie, habe ich inzwischen den Eindruck. Und die ÖVP bekommt ein Problem, glauben Sie, noch in Wien? Naja, Problem, aber sie wird nicht das ernten, was sie gehofft hat zu ernten mit dem Blömel, das haben wir schon geredet, weil der als Kandidat einfach sicher jetzt kein gutes Standing hat und keine gute Wahl hat. Ne? Also ja, es wird alles so bleiben, wie es ist, nur verstärkt mit der roten Seite. Und da bin ich ganz kurz noch zur Frau Rendi Wagner. Das ist sicher auch ein Problem, ne, für den Ludwig, ne, dass er natürlich von den Menschen, die jetzt nicht unbedingt SPÖ-Wähler sind, aber einfach das hat man noch immer das Gefühl, dass sie eine Feldbesetzung ist. Ne? Und da ist immer der Vergleich mit der NEOS-Chefin, die heute halt eine kämpferische Frau ist, und da sagen sie immer, naja, die ist eine Scharfe und was weiß ich. Es sind nur Leute, die also jetzt so erzählen. Ne? Und bei der Rendi Wagner hat man das Gefühl, die ist irgendwo, es ist so verkrampft und so weiter. Das ist komisch. Aber es wird sicher die Wien-Wahl wahrscheinlich nicht mit großen Auftritten der Frau Rendi Wagner gewonnen werden oder der Wahlkampf, sagen wir so. Ne? Und der Ludwig wird also froh sein, wenn er 40 oder knapp drüber, knapp drunter und natürlich abgesegnet wieder für 5 Jahre als Bürgermeister mit einer deutlichen Mehrheit. Jetzt haben wir ja bei den letzten Landtagswahlen immer gesehen, dass die Landeskaiser, Landeshauptleute am Ende ziemlich raufgegangen sind, teilweise sogar die absoluten Mehrheiten geholt haben. Glaubst du, wird das in Wien auch der Fall sein? Ist sogar absolute möglich in Wien? Das glaube ich nicht. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich meine, man soll ja auch nicht vergessen, was für ein starkes Ergebnis Michael Häupl, auch unerwartet starkes Ergebnis, damals schon, Michael Häupl 2015 geholt hat. Das heißt, diese 40% sind ohnehin in einer diversen, politisch heterogenen Großstadt, wo einfach du viel breiteres Spektrum auch an Menschentypen hast, als sozusagen im Dorf oder bei einer Gemeinderatswahl jetzt sozusagen in einer Kleinstadt. Da sind 40% eher ein sensationelles Ergebnis und da wäre schon sensationell, wenn man das hält. Ja? Man darf auch nicht vergessen, ja klar, die FPÖ wird ca. 15% ihrer bisherigen Wähler verlieren.
und die werden sich woanders hin verteilen. Aber bisher war es ja immer so, dass gewissermaßen über dieses reine One-Issue-Thema Migration einfach die ÖVP mit dem Kanzler, mit dem Balkanroutenkanzler der FPÖ diese Stimmen weggenommen hat und relativ wenig zur Sozialdemokratie gegangen ist. Wir haben das jetzt in der Steiermark gesehen, dass es das erste Mal in bestimmten Regionen gelungen ist, dass die Sozialdemokratie, wo man sich von der FPÖ teilweise diese Stimmen geholt hat. Ich glaube, dass das, man wird es sehen, Sie sagen, es wird eher nicht passieren. Ich glaube, dass es in Wien passieren kann, natürlich nicht in einem erheblichen, aber wenn die SPÖ in den, sagen wir, früheren Arbeitervorstädten gerade unter diesem Typus der Unzufriedenen 2% von der FPÖ zurückholt, ist das mehr, als sie das bisher geschafft hat. Und das halte ich für möglich, gerade mit dem Typus, Ludwig, der so ein bisschen ausstreut, ich bin einer Maler, ich bin einer von euch, ich bin keiner, der jetzt irgendwelche Spompanadeln oder linksliberale Spleens hat. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, er gibt bestimmte Wählersegmente dadurch auf. Ja. Also wenn ich meinen Vergleich, gerade in dieser Jahrhundertfrage Ökologie, Klima, gerade in einer Stadt, wo man wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr leben kann, wenn man jetzt nicht was unternimmt, weil es einfach zu heiß wird. Ja? Dass er das den Grünen völlig überlässt und das vergleicht mit dem, was die zum Beispiel Pariser Bürgermeisterin gerade gemacht hat, die hat das zu ihrem Thema gemacht und wurde triumphal wiedergewählt. Das ist ein bisschen ein Dilemma. Ist halt so, dass wenn du in einer Koalition bist, auch ein bisschen die Themen sortierst und das ist mein Thema, das ist das andere Thema und dann gibt es eigentlich ein Thema, das ist ein wichtiges, wer den Koalitionspartner ist, ein bisschen ein Blödsinn, aber ist halt so. Meine Herren, vielen Dank, war eine spannende Runde. Wir machen eine kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück, dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.